Im zweiten Teil meines Screencasts zu diskursanalytischen Fragestellungen mit Hilfe der themenannotierten Texte im deutschen Referenzkorpus möchte ich zeigen, wie man die gefundenen Belege exportieren und dann mit Hilfe des Analyse-Tools EndConc weiter untersuchen kann. Wir hatten schon gesehen, dass die Formulierungen "Wir wissen heute", "heute weiß man" und so weiter tatsächlich in den Themenbereichen Populärwissenschaft und Ernährung, Gesundheit besonders häufig sind. Und jetzt interessiert uns, welche Gegenstände werden denn eigentlich typischerweise auf diese Weise und mit welchen sprachlichen Mitteln präsentiert. Dazu wollen wir uns die Belege herunterladen und dann mithilfe von EndConc weiter analysieren. Außerdem werden wir auf die Leipzig Corpora Collection zurückgreifen und uns dort ein thematisch unspezifisches Referenzkorpus zu Vergleichszwecken herunterladen. Im Cosmas 2 kann man auf das Direko zugreifen. Wir hatten beim letzten Mal nur nach dieser Formulierung gesucht. Wir wissen heute. Es gibt aber noch äquivalente, leicht variierte Formulierungen. Die können wir hier als Alternativen in Klammern setzen und mithilfe der logischen Verknüpfungsoperatoren OR als Alternativen miteinander verketten, dass wir tatsächlich Belege für alle Formulierungsvarianten bekommen. Das dauert eine Weile und ich habe das schon vorbereitet, auch schon nach Themen sortiert. Der Befund bestätigt sich auch mit der Gesamtheit der Formulierungen, dass es in diesen Themenbereichen besonders häufig ist. Um nun Belege zu exakt diesen Themen herunterzuladen, müssen wir zunächst über das Plus die Quick-Ansicht öffnen und können über diesen Button den gesamten Quick-Ausschnitt markieren. Dann werden hier grüne Häkchen gesetzt. Das Ganze machen wir auch mit diesem Thema. Und jetzt steht uns die Exportfunktion zur Verfügung. 594 Treffer sind es also insgesamt. Man hat jetzt hier in der Exportmaske verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir werden jetzt tatsächlich nur die tatsächlichen Belegsätze herunterladen, das heißt Volltext, aber mit null Sätzen davor und danach, also nur die Sätze selbst. Es empfiehlt sich immer, noch zusätzlich eine Fassung herunterzuladen mit den Quellennachweisen, möglicherweise auch mit mehr Kontext, falls man mal daraus zitieren möchte. Aber da wir es hier weiter berechnen wollen, würden die Quellennachweise nur stören. Wir lassen die deswegen unangeklickt. Wichtig ist aber hier dieses Häkchen, dass wir nicht den kompletten Datensatz aller 4000 Treffer herunterladen, sondern nur die wir vorhin ausgewählt haben aus den uns interessierenden Themenbereichen. Soweit stimmen die Einstellungen, also können wir das Ganze exportieren. Man sieht hier zunächst diesen Kopf, der nochmal die Parameter der Suchanfrage beschreibt. Das empfiehlt sich auch, das irgendwo abzuspeichern, auch hier zu dokumentarischen Zwecken. Es würde uns aber bei der Weiterberechnung nur stören. Wir können es deswegen rauslöschen. EndConc, mit dem wir gleich arbeiten werden, kann nur mit TXT oder reinen Textdateien umgehen und nicht RTF, wie es hier heruntergeladen wird. Deswegen müssen wir es umwandeln. Es geht auf dem Mac, mit dem ich arbeite, ganz einfach. Im Text-Edit-Programm über Format in reinen Text umwandeln, dann gehen alle Formatierungen verloren, aber die interessieren uns ja an dieser Stelle sowieso nicht. Und so können wir es abspeichern. In EndConc, ein wie gesagt kostenloses Korpusanalyse-Tool, können wir nun die Belegsätze laden über File, Open Files, finden wir hier, wir wissen heute. Wir können zunächst mal eine Wortliste erstellen und finden nun die in diesen Sätzen mit den gesuchten Formulierungen häufigsten Wörter in absteigender Frequenz sortiert. Das Ganze möchten wir jetzt vergleichend untersuchen
Und ich möchte hier einen Weg vorschlagen, der auf ein thematisch unspezifisches Referenzkorpus zurückgreift, um dann berechnen zu können, welche Wörter denn in den Belegsätzen signifikant häufiger sind als in diesem Referenzkorpus. Dazu greifen wir auf die Wortschatzseite der Universität Leipzig zurück, die hier ganz unten einen Link zur Downloadseite hat. Wir können dann hier uns deutsche Corpora herunterladen. Man sieht, es gibt hier ganz viele zur Auswahl, bis zu 1 Million Sätze aus verschiedenen Jahren. Das würde unser Programm in die Knie zwingen. 100.000 Sätze haben sich als eine ganz gute Größe erwiesen. Das sind so ungefähr 2 Millionen Wörter. Der Jahrgang 2015 scheint mir gut zu sein. Das lade ich herunter. Es ist eine ZIP-Datei, die verschiedene Unterdateien enthält und uns wird nachher diese Datei interessieren mit 10.000 Sätzen, zufällig ausgewählt aus deutschen Internetseiten. Gut, wir gehen wieder zurück zu EndConk und können hier in das Keyword-Tool nutzen. Dazu können wir hier die Tool-Preferences aufrufen und in der Keyword-List können wir nun unser Referenzkorpus über das Add-Files reinladen. Hier ist unser Ordner, das ist die Datei, die uns interessiert und das Ganze laden wir jetzt rein, da es sich um ungefähr 2 Millionen Wörter handelt, die jetzt hier ausgezählt werden. Dauert das eine Weile, so jetzt ist es fertig, Apply und jetzt können wir hier unsere Keywords berechnen. Wir kriegen jetzt hier also eine Liste nach Signifikanz sortiert von Wörtern, die sozusagen typisch sind für unsere Belegsätze im Vergleich zum Referenzkorpus. Und beim Überblick dieser Liste fallen ein paar interessante Dinge auf. Es geht sehr viel um naturwissenschaftliche und medizinische Themen. Das liegt nahe, da das eine Thema ja auch Gesundheit, Ernährung war. Aber bei genauerer Betrachtung sieht man zum Beispiel hier Entstehung, wir finden Veranlagung, wir finden Faktoren, wir finden verantwortlich. Was hier mit Wir wissen heute typischerweise als Wissen beschrieben wird, ist also in den allermeisten Fällen Wissen um Kausalzusammenhänge im naturwissenschaftlichen Sinn. Es gibt ja auch andere Formen von Wissen, zum Beispiel historisches Wissen oder Wissen, was zu tun ist, eher handlungsorientiertes, praktisches Wissen. Hier hingegen stehen ganz klar naturwissenschaftlich kausale Erklärungen im Vordergrund. Interessant mag auch sein, dass hier Redeverben geführt werden, sagt und erklärt. Typischerweise sind die Formulierungen, in denen Wir wissen heute auftaucht, Zitate von Experten, die interviewt werden, die dann ihr Wissen mit diesen Formulierungen rahmen und die als solche von den Medien auch besonders gerne als Autoritäten zitiert werden. Das mögen zwei erste Befunde sein, Thesen, Hypothesen, die man so datengeleitet entwickeln und dann in der Prüfung von einzelnen Belegen genauer spezifizieren könnte. Das soll es für diesmal gewesen sein. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen.